Hallo Internet. Ich stehe hier oben, wo vor kurzem noch Sicherheitskräfte und Scharfschützen waren, um den Besuch des amerikanischen Präsidenten zu sichern. Da unten läuft die Hannover Messe 2016. Und ich gehe jetzt mal mit Ihnen durch und zeige Ihnen ein paar von den spannenden Neuheiten, die es hier gibt. Simulation ist aus dem heutigen Konstruktionsumfeld eigentlich nicht mehr wegzudenken. Aber nicht jeder hat eine große Simulationsabteilung. Manche wollen auch einfach nur schnell mal was simulieren und trotzdem präzise. Die Firma CADFEM bietet hier als Elite-Service-Partner von ANSYS Multiphysik-Simulation an, wo Strukturen, Strömungen, Elektrizität, alles Mögliche simuliert werden kann, schnell und unkompliziert. Und was Sie alles können, drucken die im Übrigen hier sogar aus. Also Strukturen, Elektronik, Fluid, Multiphysik, das Ganze hier lecker als Marzipan aus dem 3D-Drucker. Yum, 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 yum. Hier bei IFM habe ich den neuen Durchflusssensor SA5000 entdeckt. Was ist neu an dem Gerät? Er hat zum einen eine Absolutwertanzeige. Er zeigt also tatsächlich auch in Liter pro Minute oder Ähnlichem die Werte an. Er ist im Vergleich zum Vorgänger schneller geworden. Das Sensorelement ist näher am Rohr. Und er kann zusätzlich Daten wie Temperatur übertragen. Er hat auch ganz spannend, nicht nur einen Schaltausgang, sondern auch einen Analogausgang, wo er die Werte tatsächlich nach oben übermitteln kann. Da sieht man, was die moderne Technik mit den Menschen macht. Wenn der Dickschädel mal nicht reicht, gibt es bei Bedarf Titanverstärkungen aus dem 3D-Drucker. Ich bin hier am Stand vom Protolabs. Die machen Prototypen, aber auch Fertigteile für die Medizintechnik aus dem 3D-Drucker, aus dem Spritzgussverfahren oder auch gefräst bei Bedarf. All das gibt es hier bei Protolabs. Die großen IT-Unternehmen drängen auch hier in Hannover immer stärker in die Industrie. Zum Beispiel auch IBM. Die haben ja eine Smart Factory Plattform, wo Predictive Maintenance drin vorkommt, wo es um Qualitätssicherung geht und wo die Daten aus einer Fabrik zusammengeführt werden können, um effizienter zu produzieren. Ein spannendes Beispiel gibt es hier zu sehen, die Firma John Deere aus Mannheim. Die haben in ihrem Werk tatsächlich eine Industrie 4.0 Strecke aufgebaut, wo all diese Sachen schon umgesetzt sind. Als i-Tüpfelchen ist das selbstlernende Computersystem Watson mit integriert. Das ist jetzt schon mal da und überwacht, aber wenn es irgendwann mal Deutsch kann, das soll es demnächst mal lernen, gibt es am Ende sogar noch Empfehlungen an die Belegschaft, wie die Prozesse zu optimieren sind. Faszinierend. Auch die Firma Microsoft ist wieder auf der Hannover Messe vertreten. Ein untrügliches Zeichen, dass Industrie 4.0 auch für die Amerikaner spannend ist und bleibt. Das hinter mir ist allerdings ein Rolls-Royce, also ein Rolls-Royce-Triebwerk. Und die Triebwerkshersteller nutzen die Cloud, die Azure Cloud von Microsoft, um die Daten weltweit zu visualisieren und zu vernetzen. Man sieht hier also schon, der industrielle Einsatz ist Microsoft sehr wichtig. Richtig schnell wird es bei Mitsubishi Electric. Der neue Pick-and-Place-Roboter FHR hat Zykluszeiten von 0,28 Sekunden. Das ist rasend schnell. Spannend auch, das, was Mitsubishi Electric selber nicht bietet, beispielsweise Vision-Sensoren, wird über die eFactory Alliance, also über Partner, auch mit zugeliefert. Man kann also ein Komplettpaket haben. Dieser Kumpel hier heißt Franke Emika, auch ein kollaborativer Roboter. Der hat einige Besonderheiten, und zwar die leichte Bedienung zum Beispiel. Er lässt sich wirklich auch von Laien relativ gut durch die Gegend bewegen. Hier oben sind Tasten drauf, über die er sich programmieren lässt. Wenn ich da drauf drücke, geht am Bildschirm ein entsprechendes Kontextmenü beispielsweise auf und man kann einfach auf einer grafischen Oberfläche dieses Gerät programmieren. Und was der wirkliche Clou ist, dieser Roboter kostet unter 10.000 Euro. Faszinierend. Dass Roboter nicht nur in der Industrie unterwegs sind, sieht man hier bei KUKA. Der kleine Leichtbauroboter IVA wird hier für handwerkliche Tätigkeiten eingesetzt. Das heißt, Roboter machen sich auf aus dem Weg, aus der Industrie raus in andere Bereiche. Man kann sagen, dumm wie Stroh, aber in Zukunft muss man sagen, intelligent wie Plastik. IGUS hat seine Kunststoffe intelligent gemacht. Da sind jetzt RFID-Chips drinnen, die erkennen, ob beispielsweise eine Energieführungskette noch taugt oder schon verschlissen ist.
Möglich macht das ein im Plastik integrierter RFID-Chip, der, wenn genügend abgetragen wurde, ein anderes Signal sendet und damit dem System zu erkennen gibt, ich möchte ausgetauscht werden. Der E-Golf. Meines Wissens haben die eine Software drin, die der Steckdose vorgaukelt, dass er weniger Strom verbraucht. Oder so. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Klar, in der Schweiz ist es bergig, da ist das Fahrradfahren manchmal anstrengend. Deswegen hat die Schweizer Firma Maxon Motor einen Nachrüstsatz für Fahrräder im Programm, ganz neu. Da ist ein Radnabenmotor dabei, da ist eine Steuereinheit dabei, der entsprechende Akkupack, alles was man braucht, um ein normales Fahrrad in ein E-Bike zu verwandeln. Bei der Firma WEG gibt es eine Weltpremiere, die neue Motorreihe WG20. Worum handelt es sich? Es sind Getriebemotoren in Stirnrad, in Flachgetriebe oder Kegelstirnrad-Ausführung. Das Besondere, sie sind weltweit einsetzbar, nutzen Standardanschlussmaße, haben auch eine Multivolt-Anschlusstechnik, sind also an jedem Stromnetz irgendwo auch anschließbar. Eine Besonderheit ist auch, hier wird erstmals Aluminiumdruckguss für den Getriebebereich eingesetzt. Damit sind sie besonders leicht. Außerdem haben sie einen sehr hohen Wirkungsgrad. Hier wird mit 2-Stufen-Untersetzung nur gearbeitet, sodass der Wirkungsgrad wirklich sehr, sehr hoch bleibt. Ein komplett neuer Motor, der die Standard-Range weltweit bedienen kann. Wie lädt man ein Elektroauto? Mit Strom. Wie lädt man ein Elektroauto sehr schnell? Mit besonders viel Strom. Das wusste schon Doc Brown, als er mit Marty McFly unterwegs war und den DeLorean mit einem Blitz versucht hat aufzuladen. Hier bei Phoenix Kontakt. Ist die Ladeinfrastruktur der Zukunft schon da? Das neue Steckersystem, die Ladesäule, kann einen Elektrowagen innerhalb von 15 Minuten so stark aufladen, dass er 600 Kilometer weit kommt. Das ist klasse. Das Problem ist, es fehlen leider noch die Autos, die Akkus haben, die sowas aushalten. Aber auch das wird noch kommen. RFID-Daten können im Feld natürlich mobil aufgenommen werden, aber sie werden auch oft automatisiert gesammelt. Dafür hat die Firma Turk hier ein neues I/O-Modul auf der Messe vorgestellt. Das hat bereits integriert eine Middleware. Das heißt, da werden Daten schon vorselektiert, voranalysiert, die ganzen RFID-Daten, und dann quasi gebündelt und etwas intelligenter nach oben als MES oder ERP-System weitergeleitet, damit das Datenvolumen gering bleibt. Dieser Rotor eines schnell laufenden Asynchronmotors wiegt 1,3 Tonnen. Er dreht auch besonders schnell, was Magnetlagerungen sinnvoll macht. Und die gibt es jetzt neu bei Siemens AMW Active Magnetic Bearing, nennt sich das. Ich kann von Hand diesen Rotor drehen hier. Das geht kinderleicht. Und man sieht, er ist auch so eine Achse ein bisschen hier schiebbar und schwenkbar. Keinerlei Reibung, nur die Masse, die in Bewegung gesetzt wird. Vor allem wichtig bei sehr hohen Drehzahlen. Die Firma Pilz automatisiert. Hier sehen wir die PSS 4000, das Automatisierungssystem. Die automatisieren aber auch Roboter. Hier diese nette kleine KUKA ist, wie der Name sagt, von KUKA. Der Rest ist allerdings von Pilz. Von der entsprechenden Anlagensteuerung, sicherer Betriebsartenwahlschalter, Notaus, bis hin zu einer Visualisierung auf Tablets oder sonstigen Human-Machine-Interfaces macht alles die Firma Pilz. Sogar hier die Abdeckung. Dort oben ist ein Kamerasystem, das ist das sogenannte Safety Eye. Das überwacht die Umgebung des Roboters. Solange Menschen in seiner Nähe sind, bewegt er sich sehr langsam, sodass Kollisionen wirklich gefahrlos sind. Wenn die Menschen weit genug weg sind, beginnt er bis zu 250 mm pro Minute zu fahren, also deutlich schneller. Alles komplett automatisiert, bis zur Sicherheitsabnahme, bis zum CE-Kennzeichen, hier durch die Firma Pilz. Eine Interpretation von Industrie 4.0 gibt es auch hier am Stand von Pepperle und Fuchs. Die nennen das Cloud-Based Sensorik. Was wird hier gemacht? Bei entsprechenden Sensoren, die das können, beispielsweise auf IO-Link-Basis, werden die Steuerdaten von den Diagnosedaten getrennt und in die Cloud transportiert. Damit kann dann die SPS aus den Steuerungsdaten den Prozess regeln, während andere Sachen weiter nach oben geleitet werden können in die MES-Bereiche hinein, beispielsweise die Verschmutzung der Sensoren oder ähnliches, und dann Wartungsintervalle angestoßen werden können, dann, wenn sie nötig sind. Eine andere Industrie 4.0-Anwendung von Pepperle und Fuchs haben wir hier. Hier werden über 2 Lasersensoren die Oberflächen eines, in dem Fall hier einer Gussform, verlorene Form, abgetastet und im laufenden Prozess mit den CAD-Daten abgeglichen, um zu sehen, ob die Form schon so gut ist, dass sich der Guss überhaupt lohnt. Das passiert in Echtzeit und es ist auch eine Art von Industrie 4.0.
Diese Presse hier schaut alt aus, das ist ja auch 15 oder 20 Jahre alt circa. Aber diese Geräte laufen natürlich oft hervorragend, passen aber nicht mehr ganz zu den neuesten Normen, was Sicherheitstechnik oder Ähnliches angeht, auch was die Kommunikation angeht. Hier bei Wieland Elektrik gibt es ein Retrofit-Set, mit dem man solche Anlagen wieder komplett auf den neuesten Stand bringen kann. Das kann hier die Sicherheitssensorik sein, wie hier die Lichtgitter oder auch die entsprechende Ausstattung in den Schallschränken, wo alle nötigen Komponenten dabei sind, die man braucht, um die Maschine auf den aktuellsten Stand zu bringen. Für ca. 10% des Neuwerts einer solchen Presse kann man hier wieder aktuellste Technik haben. Was man jetzt hier am Stand von Beckhoff sieht, kann man eigentlich gar nicht so richtig sehen. Der Clou ist, die Software QuinCut gibt es in einer TwinCut IoT, also Internet of Things Version, und da gibt es Laufzeitversionen, die in der Cloud laufen. Das heißt, die Automatisierungssysteme senden Daten in die Cloud und werden von der Cloud unter Umständen wieder runter in die Automatisierung gesetzt. Das funktioniert noch nicht mit Echtzeitsystemen derzeit, aber theoretisch, wenn die Cloud schnell genug ist, wäre sogar das denkbar, dass eine Firma von einem zentralen Server auch Steuerungsaufgaben über eine Cloud ins Feld hineintransportiert. Ein interessanter Ansatz. Die Firma Aventix hat in den vergangenen Jahren mit der AV-Serie Ventile herausgebracht, die besonders kompakt, besonders leicht und ziemlich intelligent sind. Jetzt wird mit der neuen ES-Serie das Ganze nach unten abgerundet. Diese Ventile sind deutlich einfacher aufgebaut, bestehen nur aus wenigen Teilen, aus denen sich aber ca. 80% der Anwendungen zusammenstecken lassen. Ein besonderer Clou, diese Ventile sind sehr, sehr leicht zu montieren. Da wurde sehr viel Wert drauf gelegt, sodass schnell mal auch auf der Baustelle, egal wie, mit einem Drehmoment, mit verschiedenen Schrauben, das sofort montiert werden kann. Also eine Lösung für die Märkte, die es nicht ganz so clever brauchen. Bei der Firma Rexroth habe ich Sidropack entdeckt. Das ist ein echt neues Hydraulikaggregat, komplett neu gedacht. Konnektiv, Sensoren mit drinnen, Drehzahl geregelter Antrieb mit drinnen, damit das Ganze nur dann Energie braucht, wenn sie braucht. Besonders spannend ist, der Öltank ist hier kreisförmig drumherum, hat nur 20 Liter und trotzdem schaffen sie eine Förderleistung von 35 Litern pro Minute. Sehr, sehr interessant. Hier ist eine Füllstandsanzeige, man sieht, wie viel Öl noch drin ist. Die wird natürlich gelb oder rot, wenn es dann irgendwann zu wenig wird. Ein richtig cleveres Gerät, 100 Bar, 4 kW Leistung, im Moment für die Werkzeugmaschine gedacht, findet aber bestimmt auch andere Anwendungen. Sehr interessant. Die Firma Nord Drive Systems zeigt hier einen Sackpalettierer. Das wäre per se nicht spannend. Spannend ist Folgendes. Früher wurden solche Geräte mit Servomotoren installiert, was relativ aufwendig und vor allem teuer ist. Hier bei Nord sieht man, dass sich das Ganze auch mit Asynchronmotortechnik realisieren lässt. Servo-Asynchronmotoren sozusagen. Die Firma Faulhaber hat für ihre kleinen Motoren eine neue Serie an Motion-Controllern herausgebracht. Die sind ein bisschen schneller, können ein bisschen mehr, das Übliche. Besonders spannend ist aber, die haben in ihrer Intelligenz die Vorbereitung für viele Kommunikationsprotokolle schon mit drinnen, sodass es relativ einfach ist, auch Internet-Schnittstellen an so einen Motor dran zu bekommen. Das ist diese kleine Platine. Man muss also jetzt nicht mehr einen komplett neuen Wandler dazu kaufen, der fast so viel kostet wie der ganze Motor. Man braucht im Prinzip nur noch die Steckverbinder und die Anschlussplatine. Das macht es viel leichter, so einen kleinen Motor auch an große Netze anzubinden. Das nenne ich Selbstbewusstsein. Gesehen bei Lenze. Kennen Sie Smombies? Das sind Leute, die die ganze Zeit auf ihr Smartphone schauen, wie Zombies durch die Gegend laufen. Das ist in der Fabrikhalle natürlich eher ungünstig, die Leute sollen ja was arbeiten. Deswegen habe ich ja bei Lenze dieses Gerät entdeckt. Damit kann ein Techniker durch die Anlage laufen, kann sich den Fehler beispielsweise genau anschauen und kann dann per Remote von einer Zentrale, beispielsweise dem Maschinenhersteller, Informationen kriegen, wie er seine Maschine wieder warten kann. Faszinierend. Die Firma Baumüller kümmert sich um eine grünere Schifffahrt. Hybridantriebstechnik ist hier das Motto. Was wir hier haben, ist ein großer Torque-Motor. Es gibt hier Modelle bis zu 60.000 Newtonmeter. Was macht er damit? Man setzt sie vor der Schiffsschraube auf die Welle. Bei Schiffen, die unterschiedliche Geschwindigkeiten fahren oder die auch mal stromaufwärts fahren oder die vielleicht in einen Hafen hineinfahren müssen, wo der Dieselabgas, die Feinstaubbelastung nicht so gern gesehen ist, kann er zugeschaltet werden, kann die Leistung des Diesels wahlweise erhöhen oder in manchen Bereichen auch rein elektrisch fahren. Das freut die Hafenbetreiber und die Umwelt. Das hier ist er, der Smart Sensor von ABB. Ich weiß nicht genau, was er macht, aber er kommt an die Motoren ran und er soll die Ausfallzeiten um 70% verkürzen, um eine um 30% höhere Lebensdauer der Motoren erreichen und gleichzeitig noch die Energieeffizienz um 10% steigern. Ein kleines Wunderding. Und wenn es das alles kann, lohnt es sich zu montieren.
Eine Neuheit, die ich hier bei BD Sensors entdeckt habe, ist dieser piezoelektrische Druckmessumformer, nennt sich DMC. Er kann Drücke messen bis 8000 Bar und gibt sie als analoges Signal aus 0 bis 10 Volt. Ist damit vielfältig auch im Hochdruckbereich einsetzbar. Los. Bei Wago habe ich diesen Kompaktcontroller entdeckt, der nennt sich PFC100. Ist eine Linux-basierte Kleinsteuerung, die vor allem für verteilte Intelligenz gedacht ist. Das heißt, Industrie 4.0, viele Anlagenteile brauchen eine eigene Steuerungsintelligenz. Hier ist sie machbar und weil er so klein kompakt ist, auch preislich attraktiv. Gut. Hier am Stand von Eaton habe ich ein Exponat gesehen, das zusammen mit der Firma ACP Hydraulik erstellt wurde. Es geht darum zu zeigen, wie unterschiedliche Energieverbräuche in der Hydraulik aussehen können. Hier werden überall die gleichen Gewichte gehoben, mit Hydraulikzylindern unterschiedlich dynamisch. Spannend wird es aber hier drüben. Hier sieht man nämlich drei unterschiedliche Methoden, wie die Hydraulik angesteuert wird. Hier unten der klassische Antrieb, ein Motor, der eine Pumpe antreibt und die unterschiedlichen Drücke werden über ein Proportionalventil auf der drüberen Seite geregelt. Da muss noch ein Filter rein, das braucht sehr viel Energie. Man sieht Energieeffizienzklasse F, das braucht richtig Energie. Clevere ist, wenn man den Motor frequenzgeregelt macht. Man braucht einen Umrichter, spart sich aber Proportionalventil und Filter und kann dann bedarfsgerecht die Regelung der Hydraulik ansteuern. Wenn man sehr viel Dynamik möchte, also sehr schnelle Bewegungen, kann man anstelle des Asynchronmotors natürlich einen Servomotor nehmen. Dann wird es etwas teurer, aber eben auch schneller. Man sieht, hier gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, Hydraulik effizient einzusetzen. Wenn Sie im ex-geschützten Bereich eine Rohrbegleitheizung haben wollen und die auch noch korrekt überwachen und betreiben wollen, brauchen Sie dazu Technik. Die gibt es bei Jumo. Das Spannende daran ist, dass die nicht nur für den ex-Schutzbereich ist, sondern auch, wenn es um sicherheitskritische Anwendungen geht, bis SEAL 3 zertifiziert. Das ist richtig sicher. Die vielen Daten von Industrie 4.0 brauchen natürlich auch Kabel, brauchen Leitungen. Wenn sich dann irgendwas schnell bewegt wie ein Roboter, müssen diese Kabel besonders flexibel sein. Hier hat die Firma Labkabel ihr Portfolio einfach erweitert an sehr flexiblen Kabeln. Spannend wird es aber auf der Seite hier. Die Kabel müssen natürlich auch aus dem Schaltschrank raus oder wieder rein. Da gibt es Kabeldurchführungen, Mehrfachkabeleinführungen für die vielen, vielen Kabel. Das Spannende bei Lab ist, die haben eine Geltechnik. Wenn das Kabel durch das Loch gesteckt wird, schließt sich ein Gelmantel wieder um das Kabel herum und macht damit alles dicht, damit es drinnen schön trocken bleibt. RCMS 460 heißt dieses kleine Gerät, das ich bei Bender entdeckt habe. Was ist es? Es ist eine Differenzstromüberwachung, sprich es überwacht kontinuierlich den Isolationsstatus der elektrischen Anlage, bei der es angeschlossen wird. Das ist sehr, sehr wichtig, denn dadurch entfällt die wiederkehrende Isolationsüberprüfung bei den wiederkehrenden Prüfungen einer Anlage. Es spart also Zeit und Kosten in der Wartung und in der Überprüfung. So, das war's mit den wichtigsten Neuheiten von der Hannover Messe 2016. Es gibt noch viel, viel mehr zu sehen, aber da fehlt natürlich die Zeit in so einem Video. Wenn es Ihnen gefallen hat, schalten Sie wieder ein, liken, sharen, posten und den Kanal abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Wolfgang Kreuzlich.